Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Es ist schön, dass Sie mit mir heute Morgen den Tag mit Gott beginnen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Pfingstmontag und alle guten Gaben des Heiligen Geistes. Haben Sie einen Plan für heute? Unternehmen Sie was? Wir machen uns gleich um 7 Uhr mit einigen Schwestern auf den Weg und gehen mit der Pfingstprozession der Kloisheimer Dörfer. Seit mehr als 300 Jahren gibt es diese Prozession, in der das Allerheiligste durch die Gemarkung der Dörfer getragen wird und viele hundert Männer, Frauen und Kinder singend und betend das Lob Gottes verkünden, mit dem Mund und mit den Füßen. Es ist garantiert kein Zufall, dass diese Prozession am Pfingstmontag gegangen wird. Wenn der Geist lebendig macht und antreibt und die verängstigten Christen zu mutigen Verkündern werden, kann man nicht zu Hause hocken bleiben und bei Kaffee und Kuchen den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. In den vielen Anliegen in der Welt, in der Kirche und in der Gesellschaft wird gebetet und um den Heiligen Geist und Gottes Segen für die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Und schöne Altäre werden mitten im Wald aufgebaut und an Wiesenrändern, mitten im Dorf und an einer kleinen Kapelle. Und Teppiche aus der Fülle der Blumen und Blüten, die der Mai zu bieten hat. Und die kleinen Kinder an Mamas oder Omas Hand oder später, weil der Weg wirklich weit ist, auf Papas Schultern, erleben, dass so viele Leute da mitgehen und mitbeten und mitsingen und unterwegs auch fröhlich plaudern, dass sie irgendwie ahnen, dass das etwas Besonderes sein muss. Und dann, im nächsten Dorf angekommen, wird es typisch katholisch. Alle Leute, die hier wohnen, nehmen 7 oder bis zu 10 Menschen mit zu sich nach Hause, zum Festfrühstück mit Kaffee und Brötchen und Kuchen. Und gut gestärkt und bestens gelaunt geht es dann den Prozessionsweg zurück. Zusammen einen Weg gehen und beten, singen und plaudern, Gottesdienst feiern und fröhlich frühstücken ist so wunderbar, um sich jedes Jahr neu zu freuen an der Gemeinschaft der Glaubenden, der Gegenwart Gottes in der Schöpfung und im Sakrament und der Möglichkeit, zusammen Zeugnis zu geben für die Größe Gottes und seine Gegenwart heute mitten unter uns. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.